So, dann würde ich mal sagen, wir reisen mal wieder hier auch von dem Ort weg. Wir sind hier voll beladen. Und ja. Wir müssten jetzt den nächsten Ort anreisen. Da hätten wir Warnheim oder Reborn. 80 Einwohner. Ich glaube, wir nehmen einen größeren Ort hier mit 400 Einwohnern. Das Pota ist schon nicht schlecht. Vor allem konnten wir da mal ein bisschen langsam mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Ein kleiner Kutter segelt. Ja, wir winken zu. Es wird kräftig. Ihr wartet. Das Schiff legt direkt vor euch am Strand an. Eine Torwalerin springt von Bord. Gerne, wenn ihr in Richtung möchtet. Wir sind nach Liasdal unterwegs. Wenn ihr wollt, können wir euch auch in Otalia absetzen. Wir fahren... Na, dann kommt wir an... Nach einigen Stunden erreicht ihr euer Ziel. Da wären wir. Meint die Kapitänin. Viel Glück noch. Und Effert sei mit euch. Ihr gebt die guten Wünsche zurück und geht von Bord. Gut, würde ich mal sagen. Ist auch ein Teil unserer Hauptquest. Schön, wir können hier ein bisschen was jetzt verkaufen. Ich würde sagen, es ist ziemlich neblig. Da haben wir aber erst einmal einen Händler. Hat geschlossen, das heißt, wir suchen uns erstmal eine Taverne. Den Ort selber gucken wir uns später mal an. Da will ich hin. Halt. Hallo? Hier wollen wir kurz rasten. Schlafsaal. Ja. Kurz was essen. Ja klar. Und... Schlafen. 4 Stunden. Aufs Zimmer gehen. Schlafen. Und jetzt nochmal 4 Stunden. Dann sind wir ein bisschen ausgeruht. Ach nee. Ein bisschen schlafen können wir auch nochmal. 4 Stunden ist ein bisschen wenig gewesen. Machen wir nochmal 4 Stunden. Dann ist es auf jeden Fall Tag. Und wir dürften hier... einigermaßen was sehen. Ah. Gut. Hier hätten wir jetzt einen Händler. Können wir auch erstmal verkaufen was. Obwohl, bevor wir verkaufen, wir haben ja einiges an Ausrüstung jetzt ja zusammen. Was könnte man denn jetzt hier? Er hat kein Schild mehr. Ich dachte, er hätte ein Schild ausgerüstet. Naja, kann passieren. So. -5 bis -10 -1. 5 bis 10. Er war das mit der Axt, ne? 5, 9. 4 bis 9. Also die Axt ist schon mal besser. Das heißt, das wechseln wir mal kurz. Haben wir noch was Neues? Wurfbeile. Kann die einer gebrauchen von denen hier? Nein. Kampfwerte, Wurfwaffen. Sie könnte es eigentlich gebrauchen. Nur wohin? Gut, Schärfe mit dem Blabla ausrüsten. Ne. Bestimmt nicht die Hauptwaffe mit auch gegen ausrüsten. Da verkaufen wir sie lieber. Sieben bis zwölf? Oh ja. Irgendjemand hat noch Bolzen über, habe ich gesehen. Irgendjemand muss noch Bolzen haben. Ich
Ich hatte irgendwo noch 20 Bolzen, aber ich vernichtet. Das wäre natürlich jetzt peinlich. Ich habe die, glaube ich, weggeworfen. So ein Dreck. Gut, die Pfeile kann ich dir aber schon mal geben. Weil die Pfeile kannst du gebrauchen, das weiß ich. So, wir packen mal alles, was jetzt so verkauft werden kann, in den ersten Charakter rein. Dann sollten wir eigentlich dann auch... Ruhe haben davor. Der wird zwar komplett überladen sein. Mal damit weiter loslegen. Gut. Waren verkaufen. Das geht weg. Zack, 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 zack. Davon geht einer weg. Ach, da sind die Bolzen. Das Netz, was macht das eigentlich? Mag sein. Kommt weg. Gut. Erstmal grob verkaufen, was man so hat. So, Waren verkaufen. So. Die Bolzen kommen erstmal zu dir. Okay. So, dann haben wir noch Seile. Ich glaube, so viel Seil brauchen wir gar nicht, wie ich mitschleppe. Aber egal. Egal, erstmal nach vorne, wir haben so viel Seil dabei. Das sollte reichen, die ersten zwei mal verkaufen. Verkaufen, okay. Was haben wir noch so? Wisst ihr was? Der hat eine Brechstange, sie hat eine Brechstange. Sie hat eine Brechstange. Also die dritte Brechstange in der Liste kann ich mal verkaufen. Das soll mal ein bisschen Inventarplatz kriegen, Alter. Das geht ja gar nicht hier. Gut. Sollten wir auch ein bisschen Geld haben. So. Was kann man denn kaufen bei dir? Ein Schild, Rüstung, Kettenhemd. Ein paar Bolzen. Machen wir 20. Ja, kaufen wir nochmal. Das ist gut. Versuchen wir mal zu feilschen. Okay. Haben wir es jetzt? Was ist, wenn wir hier tauschen mal? Okay. Ihm. Tauschen wir wieder zurück. Besser. Viel besser. So, 10 Vorräte. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen unsere Vorräte gar nicht. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserer... unserem Status? Wir sind eigentlich gut ausgeruht. Super, wir haben hier eine Quest zu erledigen, fällt mir gerade ein, ne? Was haben wir hier? Gruppe teilen? Nein. Reisekarte.
Da müssten wir sein. Ist auch geil, kann man einmal am Ort rennen. Hallo? Kann hier das Questbuch zwar aufmachen, aber... Wen sollen wir jetzt hier suchen? Wem war denn das? Oyate? Nee, auch nicht. Kleines Ortchen. Ja, nee, ist klar, jetzt geht da... Jetzt machen die eine Wanderschaft. Ja, gibt's doch gar nicht. Lieber umkehren. Gibt's doch gar nicht. Kann man einmal um diesen Ort rumrennen. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Gut, die Karte zeigt mir auch nicht an, dass wir hier jemanden finden könnten. Also eine Quest uns hier irgendwie weiterführt. Wir rennen hier mal ein bisschen durch die Gegend. Nein, da nicht raus. So. Wir haben das Örtchen schon fast komplett erkundet, so wie es aussieht. Na, nicht hängen bleiben. Ah, ich glaube. Ja, doch, hier kommt man durch, das ist gut. Gut, ich glaube, wir sehen hier alles und das ist gut. Können wir hier noch was erfahren? Nicht schon wieder. Ah ne, diesmal kann man ja hier schön reinklicken, dann ist gut. So. Wir sollten ja hierher reisen, um irgendwas zu... Moment mal, war hier nicht der Tempel, den wir erledigen sollten? Questbuch, Tempel des Namenlosen. Auf Feierland ausweichen und erst im... Gott. Gut, wir sind relativ gut ausgeruht. Irgendwo war doch hier... Da hinten ist das Ding. Den Wegweiser. Lalala. Wir reisen da mal hin. Ja, dürfte allgemein nicht sehr groß sein. Ich glaube, das war's auch schon hier. Sag ich doch. Also, sehr groß der Ort. Gut. Ja. Wenn ihr euch nicht sofort davon macht. Gut. Versuchen wir es hier mal. Gut, hier auf dem Hof haben wir nichts gewollt. Hätte sein können, dass wir hier irgendwo Informationen bekommen. Aber anscheinend nicht. Heißt wohl, wir müssen wirklich hier einmal um diese Insel rennen. Um diesen blöden Tempel zu finden. Ja, raste.
Hier ging wohl früher mal ein Pfad ab, der jetzt nur noch von Wild benutzt wird. Nach kurzer Zeit gelangt ihr zu einer halb zusammengefallenen Hütte, offensichtlich ein ehemaliger Rastplatz. Wollt ihr... Hütte durchsuchen? Als ihr gerade eine staubige Nische untersuchen wollt, in der ihr etwas Blinkendes entdeckt habt, stürzt der Rest des Daches mit lautem Getöse ein. Ihr findet nur noch wenig von Interesse. Ihr findet 7 Heller. Und wir finden einen Bogen. Wir rasten mal 22 Stunden, dann wird alle Charaktere... Nachdem ihr gerastet habt, fallen euch in unmittelbarer Nähe... Ja, wir nehmen die Spur auf. Die Spur führt vom Fluss weg zu einigen bewaldeten Hügeln und ist kaum zu übersehen. Gelegentlich haben die Tiere auf einem Acker Rüben ausgegraben oder ein schmackhaftes Gebüsch kahl gefressen. Nach etwa einer Stunde könnt ihr eine Grube im Wald erkennen, in der sich ein Eber, eine Bache und einige Ferkel tummeln. Als ihr euch nähert, springen die Tiere aus ihrer Deckung hervor und verschwinden mit lautem Getöse im Wald. Wollt ihr... Wir verfolgen. Die Tiere haben zwar eine deutliche Spur... Gut, wir können den Weg weiter fortsetzen, weil wir haben nichts gefunden. So, ich versuche es jetzt nochmal, aber diesmal reisen wir um den Ort herum. Würde ich mal sagen. In der Hoffnung, diesen komischen Tempel zu finden. Ich hoffe, dass es das ist und nicht dieses Chial da oben. Ja, wir rasten mal. Weiterreisen. Plötzlich springen hinter einem Gebüsch 4 Räuber auf. Als ihr euch umdreht, könnt ihr feststellen, dass der Rückweg von 3 weiteren Wegelagerern blockiert ist. Bei näherem Hinsehen entpuppen sich alle 7 als Orks, die jetzt mit gezogenen Waffen langsam näher kommen. Wollt ihr... Gut, da wir vor kurzem erst gerastet haben und dadurch auch automatisch gespeichert haben, müssten wir jetzt eigentlich sofort kämpfen können.